Sie hören, dass sie nichts hören. Klar, dass Elektroautos leise sind, das ist mittlerweile hinreichend bekannt. Aber ein leise dahergleitender LKW, das ist dann doch noch mehr als gewöhnungsbedürftig. In Straubing könnte man solch ein Gefährt in Zukunft aber vielleicht öfters zu Gesicht bekommen. Denn die Karmelitenbrauerei hat am Dienstag einen E-Truck getestet für die kurzen Lieferwege innerhalb des Stadtgebiets. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es eben zu uns sehr gut passt, zu unserem Konzept sehr gut passt. Und wir wissen ja auch, die Stadt ist an dem Thema mit neuen Bussen dran, die zwar jetzt nicht auf Elektro gehen, aber auch da wird ja gedacht, also das passt auch in das ganze städtische Thema der nachwachsenden Rohstoffe sehr gut. Eine gewisse Skepsis gegenüber elektrischen Nutzfahrzeugen ist ja durchaus bei vielen vorhanden. Für den Hersteller liegen die Vorteile aber auf der Hand. Allein aus der Tatsache der Lärmemissionen und der Umweltemissionen, Einfahrverbote, Dieselverbote, ist es mit diesem Fahrzeug eben alles ausgemerzt. Wo Sie mit dem Diesel nicht reinfahren können, dürfen Sie mit ihm. Wenn Sie nachts Beschränkungen haben, dürfen Sie ihn reinfahren. Das Fahrzeug läuft komplett geräuschlos. Auch von Seiten der Brauerei ist man der neuen Technologie gegenüber aufgeschlossen. Ich sehe jetzt aus jetziger Sicht keinen Nachteil. Die Batterien sollen so groß und leistungsstark sein, dass sie durchaus den ganzen Tag halten. Und wenn der LKW jeden Tag in die Brauerei zurückkommt, dann können wir ihn hier laden. Und dann hat keiner irgendwelche Pausen für Ladezeiten in Kauf zu nehmen, sondern wir können damit arbeiten wie mit einem jetzigen Diesel-LKW. Reichweiten belaufen sich hier auf bis zu 200 Kilometern. Ja, das ist nach unserer Recherche, nach unseren Ermittlungen, ist das der optimale Bereich, auch wirklich für den Zweck, für den das Fahrzeug vorgesehen haben. Und Ladezeiten hängt natürlich dann von den Möglichkeiten der lokalen Ladeinfrastruktur ab. Aber die können zwischen 2 Stunden und 8 Stunden betragen, je nachdem, wie gesagt, mit welcher Stromstärke man das Ganze dann betreibt. Ob die Straubinger Traditionsbrauerei den E-Truck nun tatsächlich kaufen will, das ist noch offen. Die Testeindrücke waren auf alle Fälle schon mal positiv. Letztlich ist es aber wie immer auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Also es muss sich irgendwann rechnen, dass wenn man in so einem frühen Stadium natürlich sich mit sowas beschäftigt, die Zeiten etwas länger sind als vielleicht später, weil so Geräte dann auch noch teurer sind, bevor sie in die wirkliche Serie gehen, ist auch klar. Aber ja, wir müssen einfach jeder was tun und dann können wir unser Klima retten. Und genau diesen Gedanken verfolgt Christoph Kempf mit seinem Brauereiteam schon lange. Mit einem umfangreichen Energiekonzept versucht die Karmelitenbrauerei zum Beispiel natürliche Energiequellen zu nutzen, die im Betrieb anfallenden Reststoffe als Wertstoffe zu verwerten oder Lastspitzen abzubauen. Auch das Abwasser wird energetisch genutzt. Und das Schöne daran ist natürlich, dass wir unser Abwasser energetisch nutzen können, zu Biogas verarbeiten und dieses Biogas in einer Mikrogasturbine verbrennen. Und den Strom, den die Mikrogasturbine erzeugt, könnte man dann für das Laden der LKW-Batterie hernehmen. Also das wäre ein ganz schönes, rundes Konzept. Und dann wäre der E-Truck tatsächlich 100% CO2-neutral. Fast 100% geräuschneutral ist er auf alle Fälle schon mal. Das konnte Testfahrer Dalibor Majstorovic bei seiner Auslieferung an einem Straubinger Getränkemarkt beeindruckt feststellen. Ich bin das erste Mal gefahren, ja, fährt sich sehr entspannt. Man sucht zwar ab und zu einen Schalter zum Schalten, aber den hat er jetzt Gott sei Dank nicht oder leider nicht, wie man es halt sieht. Aber sehr entspannend auf jeden Fall. Und auch sehr leise, oder? Sehr leise, also wirklich wie wenn man draußen ist und man hört da keinen Motor. Das Einzige, was draußen ein wenig läuft, ist der Kompressor. Innen drin hört man fast gar nichts. Umweltfreundlich geliefertes Bier. Da kann der Straubinger sein ihm allerliebstes Getränk bald vielleicht sogar mit einem reinen Klimagewissen genießen. Wenn das mal keine tolle Zukunftsvision ist.